Gut, ja, jetzt darf ich noch mal ganz offiziell alle begrüßen zu dem Vortrag, der ja in der nächsten Zeit wieder, wahrscheinlich ab heute Abend, auch von meiner Homepage aus abgerufen werden kann. Das machen viele, die dann in den nächsten Wochen sich den Vortrag anhören werden. Und wer dann zwischendurch Fragen oder Anmerkungen hat, kann natürlich auch gerne mir eine Mail schreiben. Oder wenn das Leute aus dem SFN sind, das über unseren Discord-Server machen. Heute möchte ich wirklich zu dem Thema Bombentesten kommen. Das letzte Mal haben wir ja noch ein bisschen was dazu vorbereitet. Ja. Wer noch nicht mitgeschaltet hat. Oh. Ich glaube, du musst die Präsentation da noch freigeben oder so. Gucken wir mal, ob jetzt da was kommt. Dann dachte ich mal, Bildschirmpräsentation fortführen. Ne? Hm? Kommt da nichts, ne? Also ich sehe ihn hier, also ja. Ich sehe hier das Ding, aber Bildschirmpräsentation ab aktueller Folie. Normal müsste das dann noch? Ja, und da kommt hier Bildschirmpräsentation. Auch nicht. Und wenn ich auf Fortsetzen klicke, passiert hier auch nichts. Gucken wir hier. Ja, ich habe meinen eigenen Laptop heute nicht dabei, weil der ist kaputt gegangen. Und deswegen muss ich das mit einem fremden Laptop machen, aber da tut sich nichts. Vielleicht zweiter Bildschirm oder so, ne? Genau. Ich mache es jetzt einfach so, dass das der gleiche Bildschirm ist. Ja, ja. Ja, eben. Dann ist es okay. Erzähl ruhig. Ja, ich habe noch nichts zu erzählen. Ich brauche die erste Folie. Aber doch, zu den Bomben kann ich was sagen. Die Idee, die ich heute vermitteln möchte, ist, wie man mit einzelnen Photonen arbeiten kann. Das hatten wir ja schon mal als Thema. Aber vor allen Dingen auch, wie man das Mach-10er-Interferometer einsetzen kann. Das hatten wir noch nicht. Und das werden wir jetzt machen. Hier, ne? Ja, genau. Prima. Dann machst du ab dieser Folie. Ja, genau. Prima, danke. So, und jetzt können wir gleich eins weitergehen. Jawohl. Ja, jetzt passt alles. Und jetzt sind wir richtig. Gut. Damit wir das verstehen, was ich jetzt vorhabe, muss ich ein bisschen wiederholen und zusammentragen. Diese Vorträge sind ja so, dass man eigentlich an jedem Abend einsteigen kann und kann versuchen, das Thema zu erfassen. Das heißt, jetzt kommen erstmal ein paar Folien, wo manche vielleicht sagen, ah, weiß ich schon, klar. Aber ich möchte auch gern denjenigen, die zum ersten Mal zuhören oder zuschauen, eine Möglichkeit geben, den Inhalt zu verstehen. Und manche Sachen in der Quantenmechanik, also ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn man sich das zum 10. Mal sich anguckt, kann das nie was schaden, weil die Sache ist ja nicht ganz so trivial. Also, als allererstes, was wir heute brauchen, Quantenmechanik arbeiten mit Wellen. Wellen in dem Fall, nicht Wellen, die wir so im Anschauungsraum kennen, sondern eher Wellen, die wir uns denken. Aber diese gedachten Wellen verhalten sich genauso wie richtige Wellen in der Realität. Es sind sogenannte Wahrscheinlichkeitswellen. Das heißt, ich male das am besten mal an. Oh ne, hier unten sehen wir es ja. Mein Stock ist auch nicht da, der Zeigestock. Aber das macht gar nichts, da ich anschließend noch fotografieren. Doch, da ist er. Kann ich hier den Zeigestock nehmen. Ne, hier sehen wir das, so eine ganz typische Welle. Und diese Welle hier ist zusammengesetzt aus zwei Wellen. Ne, wir sehen, diese beiden Wellen laufen komplett parallel. Ne, und wenn ich diese Wellenberge addiere, kriege ich einen besonders hohen Berg. Hier addiere ich zwei Wellentäler, kriege ich ein besonders tiefes Tal. Das sind sozusagen Wellen, die ich überlagern kann. Das ist eine der Möglichkeiten, mit Wellen zu arbeiten. Ich kann natürlich auch die eine Welle hier verschieben. Dann trifft ein Berg auf ein Tal. Ja, und dann löschen sich die Wellen aus. Diese Überlagerung von Wellen ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nachher brauchen. Je nachdem, wie die Wellen gegeneinander verschoben sind, wir nennen das Phasenverschiebung, überlagern sich die Wellen so, dass sie sich verstärken, auslöschen oder irgendwie ein bisschen abschwächen.
Das Ganze kann man auch mit Pfeilen machen. Jede dieser Wellen kann ich auch durch einen Pfeil darstellen. Hier sehe ich zum Beispiel einen Pfeil in diese Richtung, einen Pfeil in der anderen Richtung. Die beiden Pfeile überlagere ich und hier kriege ich einen Gesamtpfeil. Der ist länger als die beiden. Hier ist er kürzer, hier ist er ganz kurz. Ja, und hier heben sich die beiden Pfeile auf. Das heißt, in der Quantenmechanik kann man statt mit Wellen auch mit Pfeilen arbeiten. Diese beiden Darstellungen entsprechen sich durchaus. Wir werden heute wohl anschaulich eher diese Darstellung mit den Wellen benutzen. So, ich muss sehen, dass ich in die richtige Richtung komme. Ja. Wir arbeiten mit Lichtwellen. Lichtwellen sind elektromagnetische Wellen. Die bestehen aus elektrischen und magnetischen Feldern. Wir haben aber gelernt, dass in elektrischen und magnetischen Feldern Photonen vorkommen. Diese Felder bestehen aus Photonen. Photonen sind sozusagen, umgangssprachlich gesagt, die Lichtteilchen, besser gesagt die Quanten des Lichtes. Jedem Photon wird eine solche Welle zugeordnet und dann kann man die Wellen überlagern. Wir sehen das hier rechts im Bild. Das Quadrat der Welle liefert dann die Wahrscheinlichkeit, mit der man Photonen findet. Hier sind die Photonen durch Kügelchen dargestellt. Nur hier in der Mitte ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Da würde man viel Photonen finden, hier weniger. Und da, wo das Minimum ist, in der Regel kein Photon. Das heißt, wir werden auch gleich immer zwischen Photonen und Wellen umschalten. Wenn wir Photonen sehen, dann war dort eine hohe Auslenkung einer Welle, eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen Photon zu finden. So, jetzt der nächste hier. Ja, hier am Doppelspaltexperiment, das wir auch schon besprochen haben, wird das besonders deutlich. Doppelspalt heißt, ich habe zwei Öffnungen. Und wenn ich mit klassischen Teilchen diese beiden Öffnungen beschieße, dann sehe ich hinten zwei Flecken. Und wenn ich zwei Türen in einem Raum aufmache und da Leute durchgehen, dann kommen die an zwei Stellen raus. Wellen machen was anderes. Wellen breiten sich in alle Richtungen aus. Das heißt, sie überlagern sich und je nachdem, unter welcher Phase die Wellen hier zusammentreffen, verstärken sie sich oder hier schwächen sie sich ab. Da, wo sie sich verstärken, habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, Photonen zu finden. Und da, wo sie sich abschwächen, ist ein Minimum, ein Interferenzminimum, da ist die Wahrscheinlichkeit null. Hier sehen wir das in einem hochaufgelösten Bild. Ich überlege gerade, ob es vielleicht günstig wäre, ein Licht auszumachen. Ah, ja gut, mal gucken, so besser, wahrscheinlich die Bilder besser zu sehen. Nur hier sehen wir viele kleine Lichtpunkte, das sind alles Photonen, die aufgetroffen sind, aber ihre Häufigkeitsverteilung gibt genau so ein Interferenzmuster, wie wir das hier erklärt haben. Das heißt also, Photonen verhalten sich so, wie die Wellen sozusagen dann Interferenz ergeben. Wir haben das auch sehr genau mal bei Elektronen kennengelernt. Mit Elektronen kann man auch sowas machen, so einen Doppelspalt. Das will ich nur hier kurz andeuten, weil dieses, ich hätte auch sagen können, das sind Photonen. Das sieht genauso aus auf dem Detektor, nur hier stehen halt Elektronen, da kann man schlecht sagen, es sind Photonen. Aber hier sieht man, wie so einige wenige Photonen auftauchen. Je mehr Photonen man durch den Doppelspalt schickt, desto stärker prägt sich dieses Muster aus, das wir dann als Interferenzbild kennenlernen. Solche Experimente werden wir gleich vorführen. Ein zweiten Punkt, den wir jetzt brauchen, der für diese Bombensuche sehr, sehr wichtig ist, ist die des Weges. Es gibt in der Quantenwelt keine Wege. Sobald man versucht, einen Weg festzustellen, verschwinden alle Interferenzen und die Quanten sind keine Quanten mehr, sie sind nämlich da, wo man den Weg gefunden hat. Deswegen, wenn man Quanten als Quanten behandeln will, also auch ihre Welleneigenschaft sehen will, darf man nie nach dem Weg der Quanten fragen. Das liegt nicht daran, dass hier irgendeine Messvorrichtung etwas macht oder nicht so gut macht, sondern das ist eine Grundeigenschaft der Natur. Auch das habe ich schon oft in Vorträgen erzählt. Ich will es hier nur noch mal andeuten.
Das ist nämlich die Unbestimmtheitsbeziehung. Heisenberg hat herausgefunden, dass man Ort und Geschwindigkeit, genauer gesagt Impuls, eines Quants nicht gleichzeitig genau messen kann. Und die moderne Interpretation geht so weit, dass sie sagt, Dinge, die man nicht gleichzeitig beliebig genau messen kann, die gibt es nicht in der Quantenwelt. Und in der Tat geht man davon aus, dass die Eigenschaft einen Ort haben oder die Eigenschaft eine Geschwindigkeit, einen Impuls, Schwung zu haben, nicht als Eigenschaft von Quanten existiert. Gucken wir uns das mal an, wie das die Quantenmechanik macht. Die Quantenmechanik macht das so, dass sie Quanten nicht durch einfache Wellen beschreibt, sondern durch sogenannte Wellenpakete. Wellenpakete erhält man, indem man viele Wellen überlagert, sodass es nur ganz eng begrenzte Maxima gibt. Und wenn man unendlich viele Wellen überlagert, dann fallen diese Maxima alle weg und es bleibt nur ein einziges übrig. Das nennt man Wellenpaket und dieses Wellenpaket ist sozusagen die Welle, die das Quant beschreibt. Und mit diesen Wellenpaketen hantiert man in der Praxis. Ich werde gleich in den Experimenten von Wellen sprechen, aber ich meine natürlich solche Wellenpakete und in den Simulationen, die wir sehen, sind die Photonen auch als solche kleinen Wellenpakete dargestellt. Und deswegen will ich das hier nochmal zeigen. So, und jetzt gehen wir noch einmal auf diese Wegmessung ein, weil das gleich sehr wichtig wird und nicht ganz so einfach zu verstehen ist, möchte ich das in einem Experiment zeigen, was ich finde viel einfacher zu hinterfragen ist. Ich habe nämlich eine Lichtquelle und diese Lichtquelle sendet in entgegengesetzte Richtung Photonen aus. Das heißt, wenn ein Photon nach oben geht, geht ein anderes Photon nach unten. Man sagt, diese Photonen sind verschränkt. Aber eigentlich brauchen wir das nicht, denn wenn ich hier ein Photon sehe, dann weiß ich, muss auch eins nach oben gegangen sein. Und umgekehrt, wenn ein Photon nach hier geschickt wird, dann wird auch eins nach da geschickt. Und wenn ich hier ein Photon sehe, weiß ich, es muss eins nach unten gegangen sein. So, im ersten Experiment nehmen wir hier rechts alles weg. Das Blaue hier sollen Detektoren sein, die Photonen nachweisen, den nehmen wir weg. Diesen Doppelspalt nehmen wir weg. Wir gucken uns nur die Photonen hier rechts an. Von denen haben wir keine Informationen. Wir müssen sie als Quanten beschreiben, als Wellen. Diese Wellen überlagern sich und hier rechts entsteht ein Interferenzmuster eines Doppelspaltes. Und von daher kann ich nicht sagen, welches Photon wohin geflogen ist. Wenn ich aber jetzt diese Detektoren einbaue, also Lichtmessgeräte, dann kann der Detektor sozusagen an dem Photon messen, ob eins nach da gegangen ist. Damit habe ich eine Ortsmessung gemacht, zwar indirekt, aber ich weiß, da ist jetzt ein Photon. Und in dem Moment, wo der Detektor hier die Messung macht, verschwindet hier das Interferenzbild. Und es gibt nur noch zwei Lichtflecken der beiden Photonen, die durch die beiden Öffnungen gehen. Das heißt, durch eine Messung hier drüben kann ich die Eigenschaft der Quanten hier beeinflussen. Und jetzt nehmen wir die beiden Detektoren weg oder machen sie so, dass die Photonen dran vorbeifliegen und wir bauen hier wieder einen Doppelspalt hin. Dieser Doppelspalt macht mit den beiden Photonen ein Interferenzbild. Durch das Interferenzbild wissen wir jetzt nicht mehr, von wo welches Photon kam. Interferenz zerstört ja die Information des Weges. Und in dem Moment, wo hier ein Interferenzbild entsteht, entsteht auch hier wieder eins. Das heißt, ich kann sozusagen hier drüben beeinflussen, was hier auf der rechten Seite passiert. Messe ich hier drüben die Photonen oder besser gesagt gestatte ich die Möglichkeit der Messung? Ich muss nur den Doppelspalt wegnehmen und dann könnte man ja prinzipiell messen, verschwindet das Interferenzbild hier. Baue ich da einen Doppelspalt ein und lösche die Weginformation durch die Interferenz aus, ist sie auch hier ausgelöscht und es entsteht ein Interferenzbild.
Also das ist hier relativ einfach zu verstehen. Und wir brauchen diese Eigenschaft gleich bei unserem Experiment. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema heute, zu dem Mach-10er-Interferometer. Ich möchte das mehrfach vorführen. Erst einmal hier in dem Gesamtbild, dann möchte ich schon mal erklären. Dann gucken wir uns Detailbilder an, ich erkläre es nochmal. Dann gucken wir uns eine Simulation an, da erkläre ich es nochmal. Und dann machen wir den Bombentest. Und ich denke von der Zeit her, ich habe jetzt die große Uhr vergessen, kommt das auch sehr, sehr gut hin. Erstmal zum Mach-10er-Interferometer. Die meisten kennen das Michelson-Morley-Interferometer. Und das Michelson-Morley-Interferometer zum Beispiel teilt einen Lichtstrahl auf und bringt die Teile zur Interferenz. Damit haben Michelson und Morley vor über 100 Jahren gezeigt, dass es keinen Äther gibt. Und das ist heute das genaueste Messinstrument, das es gibt. Damit vermessen wir Gravitationswellen. Wollen wir nicht machen. Ich will das Mach-10er-Interferometer vorstellen. Das ist ähnlich einfach aufgebaut, aber wird in vielen Büchern falsch dargestellt, beziehungsweise man lässt einfach wichtige Dinge weg. Und dann steht man dann davor und sagt, das funktioniert doch nicht. Ja, so wie es da in dem Buch drin steht, kann es auch nicht funktionieren. Ich zeige gleich zwei Varianten, die funktionieren. Und dann wird der ein oder andere, die vielleicht sagen, ach ja, jetzt verstehe ich, warum ich das früher nicht verstanden habe, wird vielleicht erleichtert sein, eine richtige Version zu finden. Hier rechts habe ich ein Mach-10er-Interferometer mal aufgezeichnet. Das ist eine Klausuraufgabe, die ich, falls jemand aus meinem LK zuhört, ihr werdet euch bekannt vorkommen, habe ich irgendwann im November geschrieben. Die kannten das noch nicht, das war für die wirklich neu. Tipp an alle Abiturienten, auch die Prüfungskommissionen fürs Abitur wissen, dass man das Mach-10er-Interferometer, wenn man es richtig darstellt, recht einfach erklären kann und dass es in der Regel im Unterricht nicht behandelt wird. Das heißt, das könnten Sie als Transferaufgabe nehmen, würde ich machen. So, gucken wir uns das mal an. Was haben wir hier? Hier ist ein Laserstrahl. Hier ist ein Strahlteiler, nennt man auch Beamsplitter. Der teilt den Laserstrahl in zwei Hälften. Mit 50% geht es nach rechts und mit 50% nach oben. Da sind zwei feste Spiegel, die einfach den Lichtstrahl umlenken. Hier kommen sie dann wieder in einen Strahlteiler, wird nochmal aufgeteilt. Wieder gehen 50% nach oben und 50% nach da. Naja, jetzt sind ja hier 50% hier lang gegangen, davon geht die Hälfte nach da, 50% nach oben, davon kommt die Hälfte durch, also hier kommen wieder 50% an und hier kommen auch wieder 50% an. Aber genau das macht man nicht. Man baut die Strahlteiler so, dass diese beiden Wege nicht symmetrisch sind. Natürlich von den Längen hier sind die streng symmetrisch. Und da wäre genau das der Fall, was ich eben gesagt habe. Sehen wir auch gleich in der Simulation. Aber die Strahlteiler, man sieht das hier, die sind so gebaut, dass hier dieser Teil optisch dick ist, also Glas, dickes Glas, und hier der rechte Teil. Ne? Das ist unsymmetrisch. Und wenn Licht reflektiert wird, hat in der Regel Licht einen Phasensprung. Ich will das ganz einfach zeichnen, und das muss ich wirklich jetzt mal anzeichnen. Ich male das mir hier rechts in der Ecke, da ist es am hellsten. Muss ich nach links machen, wenn ich hier einen Spiegel habe und hier kommt ein Wellenberg von Licht an, dann wird in der Regel dieser Wellenberg als Wellental zurückreflektiert. Das heißt, die reflektierte Welle ist um eine halbe Wellenlänge verschoben gegen die ankommende. Das nennt man einen Phasensprung. Wenn ich kein Glas habe, also das wäre zum Beispiel der Fall, wenn hier das Glas dick ist. Ich könnte natürlich auch Licht durch Glas durchschicken und wir wissen ja, dass Licht auch von der Innenseite her reflektiert wird. Und wenn das der Fall ist, dann wird ein Wellenberg auch als Wellenberg reflektiert. Das heißt,
da gibt es keinen Phasensprung. Wir nennen das optisch dick und optisch dünn. Also hier an der optisch dicken Seite gibt es einen Phasensprung, an der optisch dünnen Seite gibt es keinen Phasensprung. Wer möchte, kann sich das an einer normalen Seilwelle klar machen. Ich gebe zu, so ganz gut vorbereitet bin ich nicht. Aber in einem Physiklabor hat man immer Seile zur Verfügung. Ich bin wieder da, das ist ein Seil. Ja, wenn ich hier eine Welle habe und rechts festhalte, ne, dann kann ein Wellenberg nur als Wellental reflektiert werden. Ne, wenn hier der Wellenberg nach oben geht, hier rechts wird es festgehalten, schnellt das nach unten durch. Wenn ich das hier locker an einem Seil anbinden würde, dann würde das hinten am Ende auswackeln, wenn eine Welle kommt, und wackelt natürlich dann als Berg wieder runter und dann läuft der Berg wieder weiter. Ne, also dieses Grundgesetz, dass es manchmal Phasensprünge gibt und manchmal nicht, dass es davon abhängt, ob etwas dick oder dünn ist, das ist bei allen Wellen der Fall. Kann man sich auch gut vorstellen, wenn ich was gegen was Dickes rempel, ne, dann wird es zurückgeworfen. Wenn ich was gegen was Dünnes anwerfe, dann dringt es noch ein bisschen hier ein und wird dann sozusagen gleichartig zurückgeläutet. Das sind Dinge, die wir jetzt brauchen. Jetzt brauchen wir wieder ein Beamerbild. Ah, das hast du ausgeschaltet. Wunderbar. So, und jetzt kommt die eigentliche Aufgabe. Also dieser Strahlengang soll beschrieben werden. Na, da gab es 3%, war nicht sonderlich viel. Habe ich als Reproduktion angesehen, weil das eigentlich recht einfach ist. So, aber jetzt kommt hinzu, dieser Detektor zeigt immer Photonen an, der nie. Und das ist schon komisch. Und es kann nur daran liegen, dass diese beiden Strahlenteile sich unterschiedlich verhalten, deswegen diese Unsymmetrie. So, das habe ich hier drüben erklärt. Ich mache es zum ersten Mal. Wir fangen mal an und ich zähle einfach mal die Gangunterschiede auf. In den nächsten Folien habe ich das hingeschrieben, da kann man verfolgen, aber vielleicht hier schon mal machen. Also, wir gehen erstmal oben rum. Phasensprung, halbe Wellenlänge. Das ist ein normaler Spiegel, auch halbe Wellenlänge Phasensprung. Haben wir schon eine ganze Welle. Das lassen wir durchgehen, dann kommt hier die Welle mit einer ganzen Wellenlänge Phasenverschiebung an. Jetzt gehen wir nach unten, hier geht es durch, halbe Wellenlänge Phasenverschiebung. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Eigentlich müsste ich auch, ach Entschuldigung, hier habe ich den Fehler gemacht, das ist ja der dünne Teil. Hier gibt es keinen Phasensprung. Ne, es kommt, das ist ja der Fall, den ich gezeichnet habe, aus dem dicken Glas geht es ins dünne Glas. Ne, das heißt, hier gibt es keinen Phasensprung, es gibt nur hier einen Phasensprung von einer halben Wellenlänge und da kommt das Licht mit einer halben Wellenlänge an. So, und hier haben wir auch Phasensprung halbe Wellenlänge und hier genauso wieder keinen Phasensprung nach rechts, weil das ist ja dünn, das ist dick. Das heißt, auch die untere Welle kommt mit der halben Wellenlänge verschoben an. Zweimal eine halbe Wellenlänge gegenseitig verschoben, heißt die beiden Wellen sind gleichphasig, die verstärken sich. Jetzt stimmt's. So, jetzt machen wir den oberen Teil. Wieder kein Phasensprung, Phasensprung. Jetzt geht's nach oben, aber jetzt wird hier am dicken reflektiert, da gibt es einen Phasensprung. Jetzt haben wir Lambda halbe, eine Wellenlänge Phasenverschiebung. Jetzt nehmen wir den unteren Weg, nix, Lambda halbe, nix, Lambda halbe. Also oben herum gab es eine Verschiebung von einer Wellenlänge, weil zwei Phasensprünge auftraten, unten herum trat nur ein Phasensprung auf, halbe Wellenlänge. Beide Wellen sind um eine halbe Wellenlänge verschoben, die löschen sich aus. Und das passiert immer. Und deswegen zeigt der Detektor immer nichts an und der Detektor immer etwas an. Also ein ganz komisches Gerät. Aber trotzdem hat es seinen Sinn und man kann daran sehr, sehr viel lernen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt spielen wir. Ich hoffe, der Link geht.
Und ich klicke jetzt mal drauf. Ich brauche erstmal die Maus hier. Ach, die Maus ist wahrscheinlich da drüben wieder. Ne? Ach ja, stimmt, ich kann ja hier drüben draufklicken. Moment. Da ist das Mäuschen. Ist identisch. Du kannst auch ja, ja. Ja, aber ach so, aber hier habe ich die Maus nicht gesehen. Okay. So, er tut was. Das sieht so aus, als wenn da was kommt. Und wenn es jetzt aufgeht, geht es auch gut. Ja, es geht auf. Wunderbar. Hier ist eine wunderbare Simulation, die ich gefunden habe, von einem Physikinstitut irgendwo auf der Welt, IOP, ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist von einem deutschen Institut adaptiert worden, übersetzt worden. Und wer will, kann ja auf meiner Homepage sich die Folien angucken. Ne? Da kann man diesen Link kopieren oder als PDF kann man es ja auch aktivieren. Ich zeige nachher noch so einen Link. Es lohnt sich, mit diesen Dingern zu spielen. Es macht auch richtig Spaß. Das ist zum Glück, war dieses Mach 10 in der Ferrometer genauso aufgebaut, wie ich es gezeichnet hatte. Deswegen brauchte ich das nicht nochmal neu zu zeichnen, weil es ist vollkommen wurscht, wo man das hinbaut. Ne? Man kann das auch andersrum bauen, aber es ist genauso orientiert wie bei mir. Das heißt, der Detektor zeigt immer was an und der nie. So, und jetzt können wir damit spielen. Ich gehe mal auf Steuerung, weil die Elemente habe ich ja eben geklärt. Ja, jetzt schicken wir erstmal klassische Teilchen durch. Und ich mache so, dass ich das Endergebnis mir anzeigen lasse, weil dann kann man das besser verstehen. Ja, ne? Klassische Teilchen, ganz klar, teilen sich auf. Eins geht mal unten rum, eins geht mal oben rum. Beide Detektoren sprechen mit je 50% an. Ne? Also wenn das Bowlingkugeln wären und das wären Bowlingbahnen, ne, dann würde genau das passieren. So, das gucken wir uns jetzt an. Ich schicke erstmal ein Photon durch. Ne? Gut, das ist eine Kugel, die geht unten hin. Klar, machen wir es nochmal. Auch unten hin. Machen wir mal viel. Ach, da sieht man nichts, da machen wir lieber kontinuierlich. Da sieht man mehr, glaube ich, weil es ballert, ja. Jetzt geht mal eins den anderen Weg. Gut, kann man sich gut vorstellen. Jetzt bauen wir unseren zweiten Strahlenteiler ein. Denn wie man gesehen hat, der war noch nicht drin. Jetzt machen wir einen machen 10er Interferometer raus. Hier steht's. Jetzt machen wir das noch einmal. Einzelne Teilchen. Und man sieht, dieser zweite Strahlenteiler, der ändert nichts. Der lenkt zwar noch einmal um, nach rechts oder nach oben, aber natürlich wieder mit Wahrscheinlichkeiten, insgesamt kommen die 50% raus, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Ne, ballern wir nochmal da richtig drauf. Warum ballert es nicht? Ach nee, das war ja der Fall, wo es so schnell geht, dass man nichts sieht. Okay, ich wollte ja den Fall einstellen. Also ich kann sehr empfehlen, mit dieser Simulation zu spielen zu Hause. Das ist total lehrreich. Gut, das ist alles okay. Klassische Teilchen, ne, 50-50. Jetzt nehmen wir normale elektromagnetische Wellen. Wir haben also keine einzelnen Teilchen, sondern nur Wellen. Gibt es Akkuprobleme? Ja, aber die Folien sind zu sehen. Gut, das reicht. Ne? Reicht erstmal. Aber du holst noch einen Akku, ne, dass ich dann auch wieder zu sehen bin. So, jetzt stoppe ich hier und ich nehme elektromagnetische Wellen und wir lassen die kontinuierlich laufen. Ne? Jetzt passiert das, was ich eben gesagt habe. Ne, jetzt drehen die Phasenverschiebungen auf. Der untere Detektor registriert dauernd die Welle, der obere nie was. Ne, also Wellen verhalten sich anders als Teilchen. Quanten verhalten sich wie Wellen. Das heißt also, wenn ich jetzt Photonen nehme, ne, passiert das Gleiche. Und diese Darstellung ist eigentlich sehr schön gemacht. Ne, hier das Photon als Wellenpaket.
Und diese, es geht gleichzeitig beide Wege, aber irgendwie ist das gekoppelt. Also das ist zwar, in Natur läuft das nicht so ab, ne, ein Photon teilt sich nicht auf, aber es deutet an, dass wir hier beide Wege in Betracht ziehen müssen und eigentlich gar nicht entscheiden können, welcher Weg gegangen wurde. Dann haben wir genau diesen Fall. So, ich glaube, das war es an der Simulation. Dann muss ich jetzt sehen, dass ich in meine Präsentation wieder komme. Ja. Nee. Muss ich die wahrscheinlich wieder starten hier, ne? Oder? Ja. Ja, das kann sein. Ne? Nee, so, du bist wieder nee Richtung. Genau, jetzt muss ich weitermachen, genau. Ja. Gut. So. Ja, deswegen sage ich ja, bei der Präsentation müssen genügend Akkus bereitlegen. Ja. Ne? Die sind immer dann leer, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Ich meine, eben war es ja kein Problem. Ja, ja. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt machen wir einen Gag. Und dieser Gag ist auch wirklich durchgeführt worden. Wir machen ein Experiment mit verzögerter Wahl. Wir fangen an, nach dem Weg zu fragen, wenn es zu spät ist. Die Entscheidung, die das Photon treffen müsste, ob es unten rum oder oben rum läuft, fällt hier. Natürlich läuft das Photon nicht unten oder oben rum, ne? Ganz klar. Es hat die beiden Wege, aber wenn wir das als klassisches Teilchen uns vorstellen, hier fällt die Entscheidung. Und jetzt könnten wir das so machen, dass wir den Versuchsaufbau so groß machen, sagen wir mal so, das Photon kommt um 11 Uhr hier an, entscheidet sich nach oben zu gehen, ist etwa um 12 Uhr hier und wir fahren dann um 12 Uhr hier den zweiten Spiegel rein. Das heißt, wir machen Interferenzen lange nachdem das Photon hier unten sich entschieden hat. Und eigentlich ist doch die Entscheidung gefallen. Und wenn das Photon oben ist, ist es oben. Nein, das ist nicht der Fall. Gucken wir uns das mal an. Also hier ist der Spiegel erstmal weg und wir haben 50% Wahrscheinlichkeit des Ansprechens. Das kennen wir. So, und jetzt kommt der Spiegel rein. Und jetzt ist und in dem Moment, wo wir den Spiegel reinfahren, haben wir hier ein Maximum und hier ein Minimum. Ich habe jetzt hier eine Arbeit von Embacher 2004 zugrunde gelegt. Der zeigt in dieser Arbeit, dass ein Phasensprung in einem halbdurchlässigen Spiegel effektiv Lambda Viertel ist. Also Sie sehen, das mit den Phasensprüngen ist richtig kompliziert. Wenn man das macht, hier habe ich nochmal vorgerechnet, ne? Halbdurchlässiger Spiegel, Lambda Viertel, Lambda Halbe, Lambda Viertel, minus hier nur Lambda Halbe Minimum. Hier wieder Lambda Viertel, Lambda Halbe, minus, wir müssen ja abziehen, andersherum Lambda Halbe und hier Lambda Viertel gibt 0. Ich zeige gleich das Bild mit den Phasensprüngen von Lambda Halbe, wie ich es erzählt habe. Das findet man häufiger in der Literatur, aber er hat schon seine Gründe, das so anzunehmen. Und vielleicht ist das der Grund, warum den meisten Büchern diese feine Struktur der Strahlteiler nicht diskutiert wird. Und das Ergebnis bedeutet dann, man versteht dann das eigentliche Mach-10er-Interferometer nicht. Gut. Also in dem Moment, wo wir diesen Spiegel hier reinbringen in den Strahlengang, nach der Unterscheidung, taucht wieder diese Interferenz auf. Ein Detektor ist 0 und einer zeigt ein Maximum. Hier haben wir jetzt denselben Versuchsaufbau. So hat Zeilinger es 1981 realisiert. Er hat wirklich reflektierende Schichten an unterschiedlichen Glasstellen angebracht. Das habe ich hier deutlich gesagt. Die Reflexionsschicht ist hier vorne. Und hier ist die Reflexionsschicht schwarz hinten. Das entspricht etwa dem, was wir gezeigt haben. Und hier sehen wir es auch. Gehen wir es ruhig nochmal nach. Vorne Lambda Halbe, sowieso Spiegel, Lambda Halbe, Quatsch. Hier am dünnen Teil reflektiert 0. Minus unterer Strahlengang, Lambda Halbe, durchgehend 0.
Das heißt, Minimum Phasenverschiebung 1,5 Lambda. So, der andere Weg, durchgehend nichts, Lambda halbe, Reflexion am, würde ich mal gucken, das ist der untere Teil an Lambda halbe und hier geht es oben rum, Lambda halbe und hier Lambda halbe durchgehend. Die beiden haben beide einen Gangunterschied von 1,5 Lambda, Differenz ist 0. Wir haben hier wieder Maximum, hier wieder Minimum. Also im Prinzip das Gleiche, jetzt dreimal erklärt mit unterschiedlichen Ideen, wie die Reflexion stattfindet. Aber auch hier machen wir es so, dass wir diesen Spiegel erst aktivieren, wenn diese Entscheidung gefallen ist. Das macht man natürlich nicht mechanisch. Ich kann nicht so schnell, das sind ja Nanosekunden, da einen Spiegel reinfahren und justieren, sondern das sind elektrooptische Elemente, die man durch Stromimpulse ein- oder ausschalten kann. Damit hat das Zeilinger realisiert und wirklich, auch wenn man die Interferenz erst ermöglicht, nachdem das Photon eigentlich eine Entscheidung hat treffen müssen, zeigt uns das Interferometer das so an, als wenn das Photon wirklich auf beiden Wegen gewesen ist. Klar, die Welle tut das ja auch. Und dann ist die große Frage, warum ist das der Fall? Ich frage jetzt mal oder sage jetzt das mal sehr primitiv. Eigentlich müsste dem Photon hier mitgeteilt werden, ob da oben später mal ein Spiegel reingefahren wird oder nicht. Ist keiner drin, dann wird ihm gesagt, ja, bleib auf deiner Bahn und geh irgendwo hin. Ist ein Spiegel drin, wird gesagt, teil dich auf, du musst dich überlagern. Das ist natürlich Unsinn. Aber es sieht so aus, als würde hier aus der Zukunft ein Signal rückwärts in der Zeit laufen und diese Aufteilung hier beeinflussen. Es gibt Forschende, die das so interpretieren. Die Gesetze der Physik lassen das zu, die sind zeitsymmetrisch und Feynman zum Beispiel interpretiert Antiteilchen als in der Zeit rücklaufende Teilchen. Das heißt, die Idee, dass Dinge in der Zeit rückwärts laufen und wir das hier nur anders wahrnehmen, die gibt es öfters in der Physik. Ich kann das nicht entscheiden, aber ich finde, es ist eine interessante Möglichkeit. Einstein selbst hat ja gesagt, die Zukunft existiert schon. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind Illusionen. Wir fahren sozusagen die Zeit nur nacheinander ab und nehmen sie nacheinander in unserem Bewusstsein auf. Das heißt, auch Einstein würde sagen, das ist ja logisch. Ob da ein Spiegel reingefahren wird oder nicht, das ist schon da. Wir haben es nur noch nicht erfahren. Man hat diese Versuche natürlich auch zufällig gemacht. Also es könnte ja sein, dass der Experimentator, wenn das Photon hier unterwegs ist, sagt, okay, ich entscheide mich jetzt, das Photon verarsche ich, ich lasse den Spiegel oben weg. Und irgendwie könnte ja aus seinen Hirnwellen eine Information an das Photon gehen, nach dem Motto, Achtung, du wirst verarscht, ist kein Spiegel da. Um das auszuschließen, man nennt das so Lücken in der Argumentation, fährt man diesen Spiegel zufällig rein oder nicht rein, zufällig durch quantenmechanische Ereignisse gesteuert, sodass nichts in diesem Universum vorher weiß, ob der Spiegel drin sein wird oder nicht. Selbst dann funktioniert dieses Experiment. Für mich eines der verblüffendsten Anwendungen der Quantenmechanik. Hier habe ich das nochmal zusammengefasst dargestellt. Die Idee zu diesem Experiment hatte Wieler 1978 und Aspect in Paris hat dieses Experiment im April 2007 wirklich durchgeführt. Aspect war ein Quantenexperimentator, der viele Experimente, Gedankenexperimente umgesetzt hat in praktische Experimente und wirklich zeigen konnte, dass die Quantenmechanik sich so verhält in der Realität, in der Natur, wie es auch die Formen ergeben. Und das ist relativ spät gemacht, die anderen hatten in den 90ern gemacht, das scheint also besonders aufwendig gewesen zu sein. Ich nehme an, es war nicht einfach, in einer relativ kurzen Zeit hier das Ding zu aktivieren oder zu deaktivieren. Denn er hatte ja keinen 100 Kilometer langen Aufbau. Und Licht ist ja sehr schnell und da muss man hier sehr, sehr schnell reagieren. Ja, hier habe ich auch nochmal die Möglichkeiten geschrieben. Die Quantenmechanik sagt,
logischerweise, solange nicht entschieden ist, was passiert, bleiben beide Möglichkeiten wirksam. Und solange nicht entschieden ist, ob der Spiegel drin ist oder nicht, gibt es eben Wellen in beiden Ästen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das habe ich auch gesagt, dass sozusagen das Verhalten dieses Beamsplitters Nummer 2 rückwirkend ein Signal in die Vergangenheit sendet, und das würden sozusagen die Gleichungen der Physik auch zulassen. Ja, damit sind wir fast am Ende, aber ich möchte noch einen kleinen Knaller loslassen. Den will ich nicht zu Ende spielen, weil das würde zu lang dauern, zu ausführlich sein. Aber ich würde empfehlen, das mal wirklich zu Hause mit dem Link durchzuarbeiten. Weil man kann die ganze Sache noch verrückter machen. Auch dieses Experiment ist durchgeführt, allerdings nicht mit echten Bomben, sondern mit anderen Objekten, die absorbieren und reagieren. Aber es ist berühmt geworden als Bombentest. Wie kann ich eine Bombe testen, ohne dass sie explodiert? Und wir haben hier eine Bombe, die hat einen lichtempfindlichen Zünder. Und wir wollen sie durch Photonen testen. Das ist irgendwie blöd. Denn wenn wir ein Photon nehmen und auf die Bombe zufliegen lassen, um zu testen, ob der Zünder geht, naja, gibt es zwei Möglichkeiten. Die Bombe ist kaputt, Zünder geht nicht, dann fliegt das Photon vorbei. Oder die Bombe explodiert, dann erfahren wir, dass die Bombe explodiert ist, aber so richtig zufrieden sind wir damit auch nicht. Wir würden gerne wissen, ob die Bombe explodieren könnte, ohne dass sie wirklich explodiert. Die Quantenmechanik gestattet das in 25% aller Fälle. Das ist recht viel. Und es gibt dann noch einen Effekt, den sogenannten Quanten-Zenon-Effekt. Durch wiederholte Messungen kann man Quantenzustände sozusagen einfrieren, und es ist gelungen, solche Experimente damit aufzubauen, sodass man mit einer Testsicherheit von fast 98% arbeiten konnte. Das ist schon faszinierend. Wozu man das braucht, weiß ich nicht. Das ist so eine Art Spielzeug. Aber man hat ja auch mal einen Laser gebaut und hatte keine Ahnung, wozu man so ein Ding braucht. Und inzwischen können wir ohne Laser nicht mehr existieren. Vielleicht gibt es später sowas auch und macht das Ganze einen Sinn. Aber wir wollen erstmal ein bisschen damit spielen. Also noch einmal, wenn die Bombe da drin ist, wir können einfach sagen, es ist ein Hindernis, dann wird in 25% der Fälle der Detektor oder der Detektor anschlagen. Und in 50% der Fälle wird die Bombe explodieren. Gucken wir uns das mal an. Mal sehen, ob ich das jetzt noch hinkriege. Also Bombe ist drin, ist funktionsfähig. Wir schicken ein Photon. Photon kommt hier oben hin, mit 50% Wahrscheinlichkeit, fällt auf die Bombe und explodiert. So, zweites Photon fliegt hierher, 50% Wahrscheinlichkeit, und wird jetzt ja entweder nach da oben mit 50%, das sind 25%, oder nach da mit 25% gehen. Wenn wir das mehrfach wiederholen und es geht nicht zur Bombe, dann werden wir hier sozusagen 25% haben. Sobald also der Detektor D2, der ja eigentlich nie was anzeigen soll bei Interferenz, ein Photon anzeigt, weiß man, da war eine Bombe im Strahlengang. Wenn man keinen Knall gehört hat, hat man sie gefunden, ohne sie auszulösen. Das passiert in der Hälfte der Fälle, in denen dieser Detektor etwas anzeigt. Und damit kann man sozusagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit diese Bombe finden. Dieselbe Physikinstitut hat eine wunderschöne Simulation dazu geschrieben, die richtig komplex ist. Die kann man in verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen. Das will ich jetzt hier nicht machen. Ich will also nicht spielen, alle gucken zu. Aber ich starte sie mal. Und wer möchte, kann... erstmal brauche ich das Mäuschen hier. Hier sehe ich es gerade wieder nicht.
sehe es da drüben. Ja, kann sich ja dann diesen Link vom PDF runter kopieren und mal gucken. Ja, Cookies sollen sie nehmen. So, jetzt gehen wir mal durch. Also hier sieht man erstmal das Mach-10-Interferometer, das hatten wir eben schon. Und hier kann man, was ist das hier? Ja, hier kann man verschiedene Phasenschieber einbauen. Also da kann man schon einen ganzen Abend mit rumspielen. Aber jetzt kommen wir zum Bombentest. Die Bombentesterin sieht natürlich weder, ob hier eine Bombe ist, noch sieht sie die Photonen. Die kann nur die Detektoren angucken und kann versuchen, aus dem Verhalten der Detektoren rauszukriegen, ob da eine Bombe war oder nicht. Die App-Macher oder die Simulationsmacher haben hier eine Brille eingebaut. Mit der Brille sieht man sowohl die Bomben als auch die Photonen. Und ich zeige jetzt mal einfach, wie das geht. Und dann sollte man sich zu Hause das mal in Ruhe angucken und ein bisschen damit rumspielen. Also, nur noch mal zur Erinnerung, der Detektor sollte eigentlich immer was anzeigen, der nie. Das sind die Strahlteile, sehr schön, richtig, nicht symmetrisch aufgebaut, also die haben das wirklich gut gemacht. Da kommt der Bomben, da kommt die Bombe hin, bei uns war es hier oben, ist aber wirklich egal. Und hier kann man die Bombe dann da hinlegen und dann kann man entscheiden, funktioniert sie oder funktioniert sie nicht. Für uns heißt das, war da eine Bombe oder war da keine. In dem Beispiel oben habe ich gesagt, wenn eine Bombe da ist, funktioniert sie, ich will nur wissen, ob sie da ist. Und die haben das Spiel hier so gemacht, Bombe liegt immer da, aber wenn sie nicht funktioniert, ist sie eigentlich für das Photon unsichtbar. Und wenn sie funktioniert, kann sie vom Photon, wenn das Photon da ankommt, zur Explosion gebracht werden. Und dann kann man sich entscheiden und kann dann hinterher die Bombe entweder recyceln lassen, weil sie nicht funktioniert hat, oder man kann sie als funktionstüchtig abspeichern lassen. Wenn sie explodiert, gibt es noch einen Riesenknall. Ich glaube, dass wir den nicht hören, weil wir haben alle Töne ausgemacht. Aber zu Hause hört man die Explosion. Ich habe die mit einer Verstärkeranlage gemacht, die ist soundmäßig richtig gut aufbereitet. Der Subwoofer ist so laut gewesen, dass ich Erschütterungen am Bein gespürt habe durch die Bombenexplosion. Also nicht einfach nur mit dem Computermonitor machen, mit dem Computerlautsprecher, sondern möglichst an die Stereoanlage mit Subwoofer anschließen. Nachbarn freuen sich, wenn ständig wirklich Bomben Erschütterungen in der Wohnung hervorrufen. Also ich kann das Spielen nur sehr empfehlen. Lohnt sich wirklich. So, jetzt machen wir es mal. Ich nehme jetzt mal eine Bombe und fahre sie hier hoch, so, lege sie da rein und jetzt schicken wir mal ein Photon hin. Das teilt sich auf, der Detektor N1, der eigentlich nie ein Signal geben sollte, gibt jetzt ein Signal und jetzt müssen wir interpretieren, lag da eine Bombe oder lag da keine. Ich kann ja das Ganze noch einmal machen und ein zweites Photon schicken. Pech gehabt. Bombe ist explodiert. Hätte ich vorher mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen können, dass da die funktionsfähige Bombe lag? Das genau kann man durch dieses Spiel lernen und ausprobieren. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und ich lasse mir mal den Bombenzustand anzeigen. Das ist jetzt eine funktionstüchtige Bombe. Die lege ich hoch. Und jetzt schickt man ein einzelnes Photon. Ja, das geht wieder in den oberen Detektor. Und das zweite Photon muss nicht das gleiche machen. Es kann aber die Bombe zur Explosion bringen. Geht in den unteren Detektor, hat sich anders verhalten. Jetzt müsste man genau die Wahrscheinlichkeiten betrachten. Und dann würde man herauskriegen, ja, diese Bombe ist funktionstüchtig. Ich bin jetzt mal frech und schiebe die einfach mal hier rechts hin. Geht er da hin? Ich will nichts besprechen. Jetzt habe ich die Bombe verloren. Schade, doch,
Ja, jetzt kommt die nächste an. Schade, das hätte ich jetzt eben machen sollen. Ja, ich habe die Bombe fallen lassen. Ne? Also das heißt, ich bin so blöd, Bomben zu testen. Ich will noch mal ganz deutlich sagen, ich bin gegen Bomben und auch gegen Bomben testen. Aber ich muss ganz, das hat historische Bedeutung. Ne? Und ich denke, so als historisches Gedankenexperiment kann man das machen. Man könnte das natürlich auch mit Kaninchen machen, die durch Photonen zum Quieken gebracht werden, weil sie lichtempfindlich sind. Ne? Aber das hat sich nicht eingebürgert. Also das nur, ich denke, ich bin auch Pazifist, aber für die Pazifisten, die sich jetzt gerade aufregen, dass wir hier Bomben testen wollen. Gut. Mal gucken, da weiter unten war noch ein Element. Ja, na gut, das war das Gleiche. Jetzt, das war das Training, jetzt kann ich eine reale Anlage nehmen, aber jetzt kann ich das mit der Herausforderung machen. Und jetzt kriege ich keine Informationen mehr und jetzt muss ich in echt arbeiten und jetzt muss ich wirklich angeben hinterher, ist die Bombe mit Sicherheit defekt, mit 50-50, funktionstüchtig oder mit Sicherheit der letzte Fall da. Das heißt, wenn man das spielt, kann man sehr präzise lernen, wie viele Versuche brauche ich, um mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Aussage zu machen. Und wer diese Interferenzen nochmal richtig durchdenkt, der kann das nur aus dem Anschlagen des Detektors machen und man wird Fälle haben, bei denen man sicher sagen kann, da ist eine funktionsfähige Bombe, ohne dass sie explodiert ist. Und das ist der Witz dieses Experimentes. Und wenn man dann den Quanten-Zeno-Effekt hinzunimmt, den habe ich jetzt ja nicht eingeführt, dann würde man sehr schnell, so schnell diese Messung machen, dass die Bombe gar keine Möglichkeit hat, aus dem Zustand rauszukommen. Dann kann man mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit so eine Aussage machen, ohne dass die Bombe explodiert. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hier bin. Da bin ich, ja. Ja, damit sind wir auch am Ende dessen angekommen, was ich heute vorstellen wollte. In 14 Tagen werden wir uns dann mit dem Beamen beschäftigen. Ich möchte erklären, wie Beamen-Teleportation funktioniert und wie das auch mit Photonen gelungen ist. Unser Thema sind ja die Photonen. Da der Lockdown ja noch ein bisschen weitergeht, wird es mindestens noch einen weiteren Vortrag im März geben. Da soll es dann über die Rolle der Photonen bei der Kräftevermittlung gehen. Wir werden das Quantenelektrodynamik und Lampshift, und das wird dann noch ein Abend sein, den ich da gestalten werde. Und dann gucken wir mal, ob wir dann langsam aufhören, ob man auch abends wieder andere Dinge tun kann oder ob wir im Lockdown sitzen. Dann können wir vielleicht noch einen Vortrag dann Ende März anhängen. Ja, für heute bin ich erstmal fertig. Ich hoffe, dass möglichst viele jetzt sich die Links angucken, wer das so schnell nicht notieren konnte. Also in anderthalb Stunden ist das PDF auf meiner Homepage, kann man sozusagen anklicken und kann den Rest der Nacht spielen. Es ist ein sehr lehrreiches Spiel und man lernt sehr, sehr viel über Wahrscheinlichkeiten, Quantenmechanik und über Überlagerungen und Interferenzen. Inzwischen ist es so, dass die meisten nach dem Vortrag zugucken. Also die Zahlen gehen dann am nächsten Abend, am Wochenende richtig hoch. Für diejenigen, die heute zugucken, falls jemand jetzt hier schon Fragen hat, kann man die natürlich stellen, würde ich die beantworten. Ansonsten würde ich dann Schluss machen, weil wir haben natürlich jetzt hier die Fenster auf, ne, weil Philipp hat zwar Maske, aber ich habe keine Maske. Es ist verdammt kalt hier drin. Ne? Also geht es ja auch so? Ja. Mein lieber Mann. Also ich hab richtig kalte Hände. Also, das ist fast so, als wenn ich im freien Vortrag halten würde. Aber Hauptsache, wir kriegen kein Corona. Grippe ist ja okay. Gut, sind Fragen aufgetaucht? Nee, bisher im Discord nicht, im Live-Chat auch nicht. Dann würd ich sagen, begeben wir uns ins Warme. In 14 Tagen, 18 Uhr hier, teleportieren wir uns auf irgendeinen Corona-freien Planeten. Tschüss.